Recht herzlich willkommen zur 204. Folge von Towns. Ja, wir sind hier oben, haben letztes Mal ja diese Scarfholz noch umgestellt zum Schluss und dann haben wir da oben noch den gemacht, dass der läuft. Wir müssen weiterlaufen lassen. Hier hinten hatte das ja auch super geklappt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir noch ein paar Steine vielleicht setzen. Okay, das könnte vielleicht nächstes Mal da auch klappen, dass der zugeht. Und ja, sind hier ein paar, na, da müssen wir da erstmal einen hinstellen wieder. Da sind ja noch welche zum Bewegen. Ich glaube, wir müssen mal hier so ein Scarfold hinbauen, damit die da hochkommen. Und dann können die das beides da bauen, oder? Okay, das hat da geklappt. Das bedeutet, hier kann auch wieder weg. Unlock und Unlock und Unlock und ich glaube, der hinter der Tür kriege ich den auch. Ja, den kriege ich auch. Weil den müssten man auch von hier oben setzen können, ne? Das ist nur die Frage, kommen die da hoch oder kommen die nicht da hoch, ne? Okay, wir haben das aber auf jeden Fall schon so weit im Griff, dass das läuft. Ja, dann machen wir mal hier einen, genauso wieder gegenüber einen hin. Gucken, ob das soweit läuft. Hier ist es ja so, dass wir dann da noch was bauen könnten. Und dafür müssen wir da aber ein paar Scarfholz hinstellen. Gucken wir mal, ob das klappt. Der da ist auch hingekommen, das bedeutet, wir können den nächsten Stein da setzen. Und da muss wohl auch geklappt haben. Okay, der hat auch wunderbar geklappt. Da einen hin. Der ist schon ausgewählt, den können wir da nicht zubauen, weil das nicht funktionieren wird. Okay, da hat was geklappt. Ja, dann können wir das so machen. Ja, müsste gehen, ne? Wenn wir da unten noch was hinstellen, geht das bestimmt. Gut. Ist das Spiel in Pause? Nein. Gut. Das hat geklappt da oben. Das bedeutet, dass wir da auch noch zwei hinsetzen können. Der da müsste noch gesetzt werden. Ich erneuere das mal gerade. Okay, wo geht der jetzt hin? Der hat den da eingesetzt, okay. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt dieses hier zu bauen. Wunderbar. Das sieht gut da aus. Und da bauen wir auch zu. Den machen wir gerade Unlock und stellen den daneben hin. So, sollte funktionieren. Das hat da auch geklappt. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir da so weiter. Machen wir erstmal so. Und hier müssen wir so machen. Oder können wir so machen? Müssen wir nicht. Können wir. Ja, wieso geht da keiner jetzt hin? Okay. Ja, da geht auch nicht. Weil, doch, sind welche drunter, sollte funktionieren. Der kann aber schon mal deleted unlocked werden. Der kommt nicht, der kommt nicht. Ist das über der Tür? Ich glaube, das ist über der Tür, ne? Komm, dann machen wir mal da noch einen hin. Und ich glaube, der muss da hin, damit wir den da drüber kriegen. Hier läuft's. Da wird's schwierig. Da wird jetzt ein Scarfold hingebaut. Der ist schon
Der zerfällt. Mal gucken, ob da noch was passiert. Ich glaube, dann ist der auch hin. Da ist schon klar. Hier können wir einen hinbauen. Ja, da können wir drei noch hinsetzen. Ist die Frage, ob da oben was alles hingebaut werden kann. Und jetzt kommt da eine Karawane rein. Können wir aber weiterlaufen lassen. Wo geht der hin? Dort. Die beiden daneben müssen auf jeden Fall auch klappen. Aber hier drunter sollte das noch ein Problem werden. Und da machen wir das mal auch gerade so hin. Und hier können wir mal die Mauer so ziehen. Ja. Da machen wir noch einen hin. Läuft. Das hat gut geklappt. Da nimmt den Scaffold irgendwo weg. Ich weiß nicht wo weg, aber er hat es gemacht. Das klappt dann. Und nee, das ist falsch. Machen wir das Ganze. Und zwar von da. Ja, da krieg ich den jetzt nicht hin, ne? Machen wir so. So, der Händler ist da. Gucken wir mal rein. Was der alles so Schönes dabei hat. Fangen wir unten am besten an. Weil da sind die besseren Sachen oder über das. Aber wissen wir auch nicht, ob die besser sind, ne? Das ist jetzt nicht wirklich was, was ich sagen würde, was wir brauchen, ne? Hier das Grave, das nehmen wir. Was ist denn das für ein Book? Das ist ein Dekostück, nehmen wir. Den nehmen wir auch. Dekorationskisten. Den Piepvogel nehmen wir. Und die können wir eigentlich alle nehmen, ne? Ja, irgendwie ging die Shift-Taste gerade nicht. Die Tür können wir auch nehmen. Der Rest ist jetzt nicht so wild. Da müssen wir erstmal das hinkriegen alles. Ja, gucken wir erstmal durch, was da so gibt, was weniger von Bedeutung ist. Die können alle haben. Ja, und dann kann er noch ein paar Steine kriegen, ne? Gut, dann wollen wir mal den Tausch eingehen. Läuft, ne? Und Pause raus. Leute können weiterarbeiten. Da wird noch ein Scaffold irgendwo hingebracht. Hoffentlich haben wir den jetzt nicht oben. Nein, haben wir nicht gemacht. Das passt schon mal. Dann werden jetzt unten weitergebaut. Den nehmen wir gerade und ziehen den dann da lang. Und das... Naja, haben wir die Shift-Taste nicht gedrückt. Müsste ja da funktionieren, rein theoretisch. Wenn da drunter dann... Ah, die sind schon angedeutet, aber noch nicht gebaut. Gut. Gucken, ob das klappt. Die beiden daneben müssten auf jeden Fall gehen. Die gehen auch. Hier kann noch einer hin. Da fehlt dann gleich eine Tür. Und da gucken wir, ob wir die Reihe so hinkriegen. Sollte aber funktionieren. Oh. Einer ist geschafft, aber leider hat er sich eingemauert. Läuft, ne? Okay, das hat da geklappt. Und ob den da einer jetzt wegnimmt, ist die nächste Frage, ne? Also, okay, das geht da nicht. Dann machen wir das bis da mal. Vielleicht nimmt einer jetzt hier den Stein da gleich weg. Rein theoretisch läuft das hier, ne? Okay. Da
kommt einer mit dem Scarfold noch angelaufen, den er dahin gebracht hat. Der Stein da ist weg. Wir hoffen, dass das zuerst jetzt mal gebaut wird. Okay. Da kam einer, den konnte er natürlich nicht setzen, ist auch klar, hat wieder gut geklappt. Aber dann können wir da den Scarfold runterbauen. Gut, super, dass er den hinteren erst gesetzt hat, dann klappt das wahrscheinlich auch. Ich glaube, den können wir dann anloggen. Da rechts muss noch einer hin. Ah, hier. Stehen da. Ah, der ist schon kaputt. Können wir dann auch destroyen. Genauso wie diese hier. Destroy. Dann bauen wir da aber wieder welche hin. Einen da und einen da. Gut. Dann würde ich sagen, da einen hingebaut und da einen hingebaut und hier geht auch einer. Allerdings weiß ich nicht, wo er jetzt zurzeit hochlaufen soll. Bauen wir hier wieder einen hin. Gucken dann weiter, ne? Da wird ein Scarfold schon geholt und an einer Stelle gebaut. Da, es läuft. Ja, da geht's noch hoch. Passt also. Ja. Da hat's geklappt mit dem Hinbauen. Ja. Machen wir da mal so. Jetzt kommt da einer angeflitzt, nimmt den Stein da oben weg und baut den woanders hin. Super. So, jetzt haben wir hier die beiden Felder, die jetzt auch gehen. Und daneben müsste eigentlich genauso gehen, ne? Mal gucken. Das hat geklappt. Ich glaube, der kann dann auch unlocked werden. Ja. Das geht, glaube ich, dann auch. Da kommen noch zwei mit dem Stein. Ja, weiß nicht. Doch, hier vorne müsste er hoch können. Und da bauen wir einen hin. Und dann bauen wir hier noch einen Scarfold davor, damit sie den benutzen können. Da kommt einer und hat den da hingebaut. Auch gut. Hier geht definitiv zuzubauen. Und rein theoretisch. Na, okay, das ist noch nicht möglich. Passt schon. So, der ist schon da. Also gut. Und hier. Nein, der muss dahin, ne? Da haben wir schon. Da haben wir auch. Ja. Das müsste auch irgendwie klappen. Solange der Scarfold dann nicht gebaut wird, kommt hier keiner hoch, würde ich sagen. Ne? Das müssen die dann auch irgendwie gleich noch machen. So, aber hier gucken wir später weiter. Ich würde mal einmal gucken, wie es unten so aussieht. Ist da irgendwo was noch zu entdecken? Oder müssen wir Bohrungen betreiben? So wie es aussieht, ist überall noch nicht... Also, überall schon so weit entdeckt, ne? Also eine Etage oder zwei Etagen tiefer gehen noch, ne? Gut, aber dann machen wir hier nicht. Hier sind wir am Bohren, ne? Ja, ist die Frage, wo wir da weitermachen, ne? Hier oben hat man Kerzen schon hingebaut und so, ne? Und da kann man noch in den Wänden bauen ohne Ende. Aber das macht gar keiner.
Weil wir wahrscheinlich auch Steine ohne Ende genug haben, ne? Hier soll noch eine Kerze hin, macht auch keiner. Hier ist bestimmt noch eine Höhle. Tja. Bauen wir da mal ab, ne? Vielleicht findet sich da irgendwann noch was. Gibt bestimmt noch genug Höhlenräume, ne? Gibt es hier eine Kerze? Ja. Das heißt, wir machen mal hier einen langen Gang durch. Zack. Schauen, ob das passiert. Und wenn wir schon da waren, dann machen wir das ganze Ding nach da natürlich auch noch fertig. Zack. Läuft, ne? Einmal hier runter. Und rauf natürlich auch. Irgendeine Kerze steht hier nicht richtig, kann das sein? Beide nicht, also diese hier auch nicht. Die steht da, eine von den beiden steht auch falsch. Nochmal Unlock. Warte mal, bevor wir da weitermachen, gucken wir zu, dass wir das hier wegmachen, weil das ist falsch, wenn wir die andere als Maßstab nehmen. So. Weil die steht falsch. Und die auch. So, Deko, Kerze, Kerze. So, das ist die richtige. Das ist jetzt unser... Das ist der Nullpunkt, der absolute. So, und da muss er hin. Und da muss er hin. Und die muss dann da entfernt werden. Unlock. Und direkt daneben muss die hin. So, dann ist es richtig hier unten. Gut, okay. Wie weit ist er hier? Der kriegt noch 290 Steine mit. Weiß nicht, ob... sieht so aus, als ob gerade wieder irgendwo ein Angriff ist. Die 5 Schleime sind aber nicht der Rede wert. So, und dann sind wir hier unten nochmal. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war. Ah, hier ist es. Und ja, die haben schon tatsächlich Kerzen umgestellt. Das passt dann. Und andere Richtung identisch. Auch noch bis da oben hin. Läuft. Gut. Ja. Gut, das lassen wir erstmal so. Die können dann daran arbeiten. Und in der nächsten Folge machen wir weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.